Und damit willkommen zurück live aus Sonnys Shop, dem guten alten Pornhaus, Freunde. Schön, dass ihr da draußen wieder mit am Start seid, wenn wir hier versuchen, die Welt zu retten und unseren eigenen Arsch in der untoten Apokalypse. Ihr kennt es. In der letzten Folge mussten wir einen Kumpel von Sonny finden. Haben wir auch geschafft. Das war der gute Pater. Wir haben sein Kreuz besorgt und wollten ihn eigentlich rekrutieren für unsere Armee. Und ich kann so viel verraten, Leute, ohne groß zu spoilern. Das war mit Abstand die brutalste Metzelfolge. Ich glaube, der gesamten The Walking Dead Serie von allen Folgen, die ich bisher gemacht habe. Schaltet nochmal ein, wer die nicht gesehen hat, letzte Folge, absolut geisteskrank, wir sind mit der Kettensäge komplett amok gelaufen, auf jeden Fall richtig Bock gemacht, aber wir haben es letzten Endes geschafft, sind jetzt hier bei Sonny, quatschen mit ihm, mal gucken, wie es weitergeht. Yo, Bro, gute und schlechte Neuigkeiten. About time you got your ass here. Listen, we got ourselves another situation. Serious as a heart attack. Okay. Geht direkt los hier, Schlag auf Schlag. Surprise, surprise. There ain't no time for clowning. It's Garrick. Dude's been crossing names off his shit list. And we're next. Okay, Garrick dreht wieder am Rad. Calm down. Garrick's a problem. That's established. It'll work itself out. Trust me. No, it won't. Garrick is the lunatic who cranked the bells for 3 days in Old Town. Oha. And according to my sources, he's coming for Bywater next. Oha, okay. Er ist unterwegs nach Baywater. Who are your sources? The trade network has given me eyes, tourist. In every corner of this city. Reliable people. People who benefit from what we created. They keep tabs on Garrick. It's survival for them. Like a herd of antelope looking out for the lion. I have no reason to believe they ain't legit. Okay, shit. Seine Quellen sagen, er ist auf jeden Fall mies drauf. What's your plan? I know where Garrick's hiding out. You'd be surprised what intel you can get for a can of creamed corn these days. Anyways, one of my contacts saw him coming and going out of the hotel and found an underground passage in the wine cellar. That should Oha. Lead to him. Oh no, Freunde. Hotel Eclair Weinkeller. Kennen wir auch schon. War jetzt auch gar nicht mal so entspannt. Das ist aber kein Gefallen. I'll take him out. But I'm not doing it as a favor for you, Sonny. Garrick's going down because I need him off my ass. Ja, Mann. As long as you eliminate him, I don't care why you do it. You get that firepower situation worked out yet? Grenade launcher. Enough said. All right then. Warrior's code. I get it. Oh shit, with all this Garrick chatter, I forgot to ask about the preacher. All this stress is killing my brain cells. Ja, das ist so ein Thema mit dem Priester, ne? Der Turm hat ihm gehörig den Arsch versohlt. Ich habe ihn völlig betrunken gefunden. I found him drunk, drowning his sorrows in the quarter. The tower had been there, slaughtered all of his followers. Damn, that's vicious. Ja, Mann. Well, he's a bullheaded son of a bitch. I'm sure he'll find his way back from the brink. And the trade network, it's gonna be okay. We're gonna be okay. With or without him. Wenn du das sagst, okay. Quest abgeschlossen, es gibt Wichtigeres zu tun. Freunde, wir müssen, begib dich zum Hotel Eclair und in den Weinkeller, alter Schwede, das kann ja was werden. Weißt du, was wir brauchen? Feuerkraft. Gib uns doch mal irgendwas hier, Kollege. Das kann auch nicht sein, dass wir nur mit dir quatschen können. Ernsthaft. Bisschen deprimierend langsam. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir reisen einmal zurück zum Lager, räumen ein bisschen auf und dann... Ja, die Kacke ist, ich habe keinen Schießpulver. Ich habe keinen Schießpulver, Mann. Wir haben Granatwerfer, aber haben keine Granaten dafür. Das ist so dämlich einfach. Ach, Mist. Ich weiß auch nicht, wo wir welches herkriegen sollen, ehrlicherweise. Oh. Geh weg, Fräulein. So nicht. Nee, Moment, Moment, ich habe eine Idee. Wir sind... Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Oh, shit, das sind so viele. Das sind so viele. Oh Gott! Oh, scheiße, warte mal, warte mal. Lauf doch, mach doch! Oh Gott, da ist das Fenster. Hoch, hoch rein. Oh Gott, bitte, wie viele sind das? Oh, shit, einmal kurz durchatmen. Moment, Moment. Guck mal, er steht da ganz entspannt, als wäre nie was gewesen. Hast du gesehen, was da draußen vor deinem Laden los ist, Kollege? Du hast da alles voller Waffen und gibst uns nichts. Nicht cool, nicht cool. So, warte mal, einmal kurz Lagerbericht. Weil es gab ja hier noch die optionale Nebenquest, wo wir Aschenbecher und Kippen abgeben mussten. Aschenbecher und Kippen. Und das ist tatsächlich hier direkt nebenan.
Wenn wir jetzt einen Weg an den Zombies vorbei finden würden. Aber ich habe nichts zu. Oh Gott. Ich habe hier so ein Messer, was nicht mehr fresh ist. Den habe ich auch noch. Ey, wie soll man das schaffen, verdammte Hacke? Okay, warte mal. Erstmal komplett. Wir nehmen alles, was geht. Erstmal ein bisschen voll machen hier. Warte mal. Jawohl. Was haben wir noch? Milch. Was war das? War das ein Verband? Nee, das war Panzer. Was ist das? Medizin. Komm, was soll's? Wir ballern. Da hinten am Fenster stehen, hier reingucken. Freunde. Junge. Ja, shit. Ich habe keine Muni für den Granatwerfer. Das ist so kacke. Ein Schuss hier mit, da können wir auch nichts vom Hocker reißen. Wir haben echt nur die Handschuhe, die broken sind. Und hier die Nahkampf-Stechdinger. Und guck mal, wie viele das sind. Genau, Freunde, genau. Zack, Nummer 1. Oh, das klappt sogar. Warte mal. Ja, da habt ihr gesehen, ne? Kriegt direkt Schiss hier. Da gehen sie alle. Ich muss da lang. Da muss ich lang. Und zack. Ins Auge gestochen. Okay, warte mal. Vielleicht können wir sie doch so ein bisschen wegholen hier. Komm mal einer her. Komm mal ein bisschen näher hier. Guck mal, wie viele das sind. Scheiße. warte mal. Ich habe eine Idee. So, und da sind wir auch schon wieder. Zurück von Sonny's Shop hier auf unserem altbekannten Friedhof. Also wir müssen nochmal, oh Moment, wir müssen nochmal zum Hotel Eclair und zwar runter in den Weinkeller, da gibt es dann einen Showdown mit Max, er will es nicht anders, er ist auf der Suche nach uns, er metzelt sich durch die City und Sonny hat uns gebeten, dass wir uns ein für alle Mal um ihn kümmern, machen wir auch, aber das große Problem ist, sag ich euch wie es ist, ey, wir haben keine Feuerkraft, Leute, wir haben keine Feuerkraft, kein Schießpulver, brauchen alles, brauchen wir gefühlt, das ist richtig mies gerade, aber was soll ich machen? Deswegen kurz, okay, hier, kleine Giraffe für die Sammlung. Bald haben wir einen ganzen Zoo da drüben. Deswegen erstmal hier kurz aufräumen, alles verstauen. Und dann gucken wir mal, was ist dieser Kopf hier, was nicht verwendbar. Komm, hier so eine kleine Trophäe in die Ecke, zack. Darf in keiner guten Zombie-Apokalypse fehlen. Und dann gucken wir einfach mal, oh Moment, nee, den will ich behalten. Dann gucken wir mal, was wir gerissen kriegen. Aber wie gesagt, ach hier die zweite Statue. Warte mal. Wird immer mehr hier, ne? Komm, die stellen wir mal. Na, das Regal ist kein Platz. Aber Moment. Mir fällt gerade ein. Dich tun wir mal hier hin. Zack, in die Ecke. Die Puppe kommt dahin. Yes. Kurz ein bisschen umdekorieren hier. So ein Ding ist das. Warte mal. Geht das? Ja, das geht. Kleiner Elephant dahin. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Gott. Übelst hässlich, diese Puppe, aber gut. Ja, und dann müssen wir einfach mal gucken, wirklich, was wir gerissen kriegen. Weil, ganz ehrlich, mir gehen langsam so ein bisschen die Ideen aus. Ich halte ja schon die ganze Zeit die Augen offen nach, nach möglichem Schießpulver. Aber bis jetzt... Nein, bis jetzt einfach... Ey, komm. Ah, bleib stehen. Okay, dann eben nicht. Bis jetzt finde ich halt einfach keins. Ich kann machen, was ich will. Ich halte schon extra die Augen offen, aber no chance, Freunde. No chance. So, unser kleines Regal hier wird immer voller. Und du kommst hier hin. Ich finde, du liegst da wunderbar. Okay, genau, wollen wir stehen geblieben hier. Ja, wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin langsam am Ende mit meinen Ideen, was das angeht, beziehungsweise was wir noch machen könnten. Ich kann gleich mal gucken, was Crafting-mäßig geht, weil wir haben ja jetzt wieder jede Menge Material hier gefunden. Aber um Munition herzustellen, brauchen wir wie gesagt Schießpulver. Und das ist gerade so schwierig, Leute. Aber wenigstens hat sich der Raubzug gelohnt. Wir haben ordentlich Material mitgenommen. Das Ding können wir auch wahrscheinlich entsorgen. Nee, können wir nicht entsorgen. Komm, lass mal hier. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen können. Das hier mit zwei Schuss. Nee.
kommst dahin. Und du kommst. Ach komm, was soll's. Tschüss. Okay. Alles klar. Warte mal, wir haben ja noch das eine Gewehr. Das ist sogar richtig fresh sogar. Ja, das ist voll. Wir brauchen nur Muni. Wir brauchen einfach nur Muni. Das heißt, wir können die aber getrost zerlegen jetzt. Moment. Weil die sind ja nicht mehr so fresh. Wir haben ja jetzt eins, was geil ist. Guck mal, das hat auf jeden Fall ordentlich Material gegeben. Okay, komm, checken wir mal ab. Weil ich habe nicht mal eine Handfeuerwaffe, ey. Verdammte Hacke. Was braucht die denn überhaupt für Munition? Was kommt da rein? AR-416. Das war für die Pistole, ne? Ey, wir haben sogar jetzt jede Menge Schießpulver, sehe ich gerade. Wir können... Oha, Freunde, wir können herstellen. Wir können herstellen. Moment, Moment, Moment. Okay, wir nehmen die Pistole, weil die hat mehr... Genau, die hat eindeutig... Ne, Moment, nicht anheften, so. Geil, okay, warte mal. Können wir uns doch ausrüsten. So, her damit. Aber nicht alles. Moment. Wie viel haben wir jetzt davon? Zwei? Shit, was habe ich denn gerade hergestellt? Revolver? Oh Mist, Freunde. Egal, komm, gib mir den Revolver. Der ist ja immerhin auch gut. Waffe dahin. Was kommt da denn für Muni rein? Das ist FS92M. Ist das die hier? Ja, 9mm. Jetzt muss ich mal gut überlegen, warte mal. Tu die mal in den Rucksack. Weil ich hätte ja am liebsten auch was mit mehr Power, weißt du? Schrotflint zum Beispiel. Die Nova. Boah, ja, Mann, Schrotflinte ist richtig geil. Aber guck mal. Moment. Schrotflintenrahmen. Ich glaube, die kleine wäre sogar noch besser, oder? Weil das so eine Händerwaffe ist, weißt du? Okay, 24 Schuss für den Revolver ist schon nice auf jeden Fall. So, warte mal. Wir brauchen noch das Hackebeil, will ich auch nochmal haben. Das ist auch richtig gut. Herstellen. So, jetzt, genau, jetzt habe ich eine Idee. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall noch eine Bombe mit. Oder Schießpulver ist teuer, ey. Komm, wir nehmen zwei Bomben mit. Moment, alles schön hier aufräumen. Was denn hier mit dem Ding? Zwei Schuss, die ist voll. Und die ist auch voll. Dann können wir die eigentlich entsorgen. So, zwei Schuss dahin. So, jetzt kommst du nämlich hier unten hin. Okay, 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 das sieht gut aus. So, warte mal. Und jetzt will ich hierfür noch ein paar AR-416. AR-416. Bist du das hier? Nein. Nein. Nee, auch nicht, oder? Munition für MM-Gewehr. Warte mal. Maßgefekte AR. Schusswaffe vollautomatisch, stabil. 20. Nee. Das war hierfür, glaube ich, hierfür war das, ne? Kammerschussgewehr. Oh, was sollen wir tun, Freunde? Ich brauche noch eine... Eigentlich brauchen wir noch eine fette Waffe, weil nur die Pistole reicht absolut nicht. Komm. Wird Zeit für die gute alte Shotgun. So, auf die Schulter mit dem Moped. 43 Schuss, Freunde. Was ist denn hier los? Ja, damit können wir uns doch gut durchschlagen. Okay, warte mal. Ja, warte, dann müssen wir die auf Seite packen. Solange ich keine Muni dafür habe, warte mal, können wir den mal aufleveln mittlerweile? Stiele, nee. Solange ich keine Muni für das gute Moped habe, brauchen wir die auch nicht mit uns rumschleppen, ehrlicherweise. So gerne ich die auch benutzen würde. Die auch nicht. Können wir auch mal hier hin tun, weil...
Beziehungsweise wir haben ja noch keine Granaten, oder? Finden wir vielleicht noch Granaten? Komm, vielleicht finden wir noch welche. Geil, okay, da haben wir munitionstechnisch immer schon mal gut aufgestellt. Gefällt mir. Okay, nochmal kurz Recap. Wir haben... Oh, Moment, die können wir noch entsorgen. Oder? Nee. Nicht entsorgen. Genau, da ist die Pistole, zwei Nagelbomben. Gut. Ja, Freunde, sieht gut aus. Wir sind ausgerüstet. Wir gehen uns jetzt Max vorknüpfen. Aber ich mache hier einen kleinen Cut. Seht es mir nach. Ich brauche eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Wie immer an dieser Stelle, gönnt ihr mir, gönne ich euch. Bis dahin und tschüss.